Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, Percocet. Es klingt vielleicht komisch. Wir kennen uns erst seit heute Abend, aber ich habe jetzt echt ein Problem. Na, ich habe jetzt die ganze Kohle ausgegeben und kein Geld mehr fürs Hotelzimmer und weiß gar nicht, wo ich jetzt pennen soll. Kannst du mich vielleicht heute mit zu dir nehmen? Wie? Nee, wir kennen uns doch erst seit eben. Naja, da muss ja auch nichts laufen, das klingt vielleicht komisch, ich weiß auch, dass du keine Schlampe bist und so, aber ja, ich habe jetzt halt irgendwie die ganze Kohle ausgegeben und so und ich habe hier in Berlin keinen Schlafplatz. Nee, tut mir leid. Also, komm schon. It was at this moment that he knew. He fucked up. Nee, sorry, das geht echt nicht. Aber du kannst mir dein Handy geben, dann gebe ich dir meine Nummer. Ah, cool, warte. Scheiße, jetzt habe ich meine Kohle ausgegeben, jetzt habe ich auch kein Handy mehr. Ich glaube, ich habe es verloren. Warte. Scheiße. Ich habe eine andere Idee. Ich gehe mal in den Laden rein. Warte, ich hole schnell einen Stift und einen Zettel aus dem Laden, weil sonst ohne Handy stehe ich ganz, ganz doof da. Warte, ich komme gleich wieder. Mann, wo bleibt der denn? Oh, ich habe keinen Bock mehr, ich glaube, ich hau ab. Scheiße, wo ist sie? Oh, was soll ich jetzt machen? Ey, das war ja wieder klar. Und Dreck. Hey, mein Freund. Hallo, guten Tag. Ob es mir glaubst oder nicht? Ich war gestern hier zum Boxen und wir haben ein bisschen gefeiert und ich bin hier aufgewacht im Hotel, ich habe kein Handy mehr, keine EC-Karte, kein Geld mehr und so und ich wollte dich fragen, ob du mir vielleicht helfen kannst. Ich will bloß wieder zurück nach Hause mit dem Zug fahren nach Magdeburg, ich wohne eigentlich in Magdeburg und so und ja, also ich kann dir das wirklich beweisen, wenn du mir dein Handy gibst, ich habe hier wirklich geboxt und wir haben halt gefeiert, das ist ein bisschen länger geworden und jetzt stehe ich halt ganz doof da, habe mein Handy, wie gesagt, mein Handy ist weg, ich weiß nicht, ob es geklaut wurde oder was weiß ich. Und wollte einfach fragen, ob ihr mir irgendwie helfen könnt. Tja, bist du wirklich der Boxer? Soll ich dir glauben? Ja, also ich weiß, dass kann du jetzt. Dir vertrauen. Na, du denkst jetzt bestimmt, ja? Ja, natürlich. Dass ich irgend so ein komischer Typ bin, wie hier, die immer Kleingeld haben wollen oder sich irgendwas ausdenken, um Geld zu kriegen. Aber ich bin bloß wirklich in einer Notsituation und es ist halt wirklich scheiße passiert und ich kann dir das mit dem Handy zeigen. Ja. Ich kann ja das auch per PayPal zurücküberweisen oder so. Ja? Du scheinst so wie ein Profi, also du siehst mir so kräftig, so wie ein Boxer, also ja gut, ich glaube dir, ja, ich gebe dir Geld, kein Problem. Hier, von mir Huni, wenn das okay ist, es. Ey, krass, ja. Danke. Ich hätte nicht, ja, krass, ja, danke ich dir. Ja, wie gesagt, ich überweise dir das zurück, wir können Kontakt bleiben, Facebook, Instagram, was weiß ich, ich bin ja auch mal für dich da. Und cool. Kein Problem, wir helfen dann zu den Leuten, wir sind ehrlich und ja. So offen zu uns kommen, ja. Cool, gerne. Ich danke dir. Ja, ja. Danke schön. Danke, ciao. Hey Kumpel, komm mal bitte nochmal hier, also willst du was Schönes essen von unserem Restaurant? Wir haben echt schöne, leckere Essen, dass du was auch Gutes probierst. Ja, wenn ich ehrlich bin ich ein bisschen fertig, weil war ja eine längere Party und ja. Ich weiß, dass du auch Hunger hast und dann ich gebe dir was von unserem Restaurant, was Schönes. Also bitte, kannst du dich hinsetzen? Du bist unser Gast erstmal hier und ich bringe dir was Schönes zum Essen, dass du dich hier wohlfühlst. Ich habe da aber gar kein Geld mehr. Ich komme mir ein bisschen, jetzt schon ein bisschen doof vor. Ihr habt mir schon geholfen wegen dem Geld und so und jetzt gibt er mir auch noch was zu essen und so. Ich finde das ja alles cool und hätte das auch nicht erwartet. Aber ein bisschen peinlich ist mir die ganze Sache schon. Nee, ist okay. Also wir machen gerne
Also du siehst ehrlich aus und dann wir wollen auch was Gutes für dich machen und dann hoffen, dass du wieder zu uns kommst. Ja. Ich fühle mich auf jeden Fall geehrt und es ist krass, so herzensgute Menschen zu treffen. Nicht, dass du jetzt komisch von mir denkst oder irgendwie denkst, ich bin so einer, der irgendwie um Geld bettelt oder was weiß ich. Toni, der Assi oder was für ein Toni? Ich kenne sehr viel Toni. Ach so, den Toni, den Assi kennst du? Ja, natürlich, der Rapper, ne? Nein, aber der bin ich nicht. Ich habe gestern in Berlin geboxt und wir haben es ein bisschen übertrieben, Aftershow-Party und so. Und jetzt bin ich hier im Hotel aufgewacht und habe kein Handy mehr, kein Geld mehr, alles ist weg. Ach, und ich wollte dir das auch beweisen, mit dem Handy und so. Also ich will nicht dein Geld, ich wollte dir das Geld morgen per PayPal zurücküberweisen oder so. Kannst du da vielleicht mir helfen? Ein Boxer in der Not. Aber können Sie mir irgendwie beweisen, dass Sie wirklich Boxer sind? Also kann jeder hier reinkommen und sagen, ich bin Boxer, ich bin das, ich habe Handy verloren, Geld. Weil wir haben so eine Falle, jeden Tag kommt einer vorbei und sucht was. Ja, ne? Wir sind, es ist los, wir helfen auch, aber wir müssen wissen, wem haben wir geholfen. Ja, das kann ich verstehen. Kannst du mir vielleicht dein Handy geben? Mein Handy? Ja, dann wollte ich ja. Ich schon ein Handy, dann haben wir beide kein Handy. Oh, meine Güte. So, hier habe ich gegen Baka gekämpft. Ach so, vielleicht sagt er dir irgendwas. Natürlich, natürlich. Wie viel hast du gesagt? Ich habe hier ein bisschen was. Ich denke, 50 oder so würden reichen. Ich habe hier heute schon wieder das dicke Geld gemacht. Sie bekommen also 100. Oh, danke schön, so viel. Ey, das ist top. Ey, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr seid auf jeden Fall cool drauf, so ist nicht jeder. Es wäre nett, nur wenn Sie irgendwann auf uns zukommen und das irgendwie zurückgeben, weil viele kommen, weißt du, viele brauchen Hilfe, jeder nimmt was, aber bringt keiner zurück. Wer Gutes tut, ja, der kriegt das auch zurück, jedenfalls ist es bei mir so. Ja, das war mal ein reales Video für euch, was mir so passiert ist in meiner Profikarriere manchmal. Und das wollte ich euch einfach zeigen, wie es wirklich ist. Also der Nummer 1 Erfolgstipp ist wirklich, wenn man positiv zu den Menschen ist und gut zu denen. Guck mal, ich brauchte Hilfe. Ich war hier in Neukölln einfach in irgendeinem Hotelzimmer und bin rausgekommen und hatte kein Geld mehr. Und die Leute, ja, man hat immer Vorteile, dass sie Neukölln oder Kreuzberg komisch sind oder dass da viel Stress ist. Die haben mich hier offen empfangen und haben mir geholfen, haben mir was zu essen gegeben, haben mir was zu trinken gegeben, haben mir Geld gegeben. Ja, was keiner gedacht hätte, wenn ich das irgendwem erzählen würde. Ey, ich bin in Neukölln aufgewacht und brauchte Hilfe. Und dann würden Leute denken, oh, da ist dem bestimmt das passiert oder das passiert. Ey, ich habe sowas noch nie erlebt. Ja, so eine Herzlichkeit von den Menschen und so weiter. Und ich wollte einfach bloß mal mit dem Video aufwecken, was so passieren kann erstmal, wenn man es übertreibt. Aber was auch zurückkommt, wenn man wirklich ehrlich ist und wenn man positiv auf die Leute zugeht. Hey, wenn ihr mehr so eine Videos sehen wollt, schreibt sie mit in den Kommentaren. Lasst mir einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis bald, wir sehen uns.